Guten Morgen. Heute stelle ich euch mein Modellbauprojekt vor. Ich habe vor, die MS Midnight Toll zusammenzubauen. Genau, das Schiff fährt in Norwegen in den Fjords, ist ein sogenanntes Postschiff und ist als Modell 11,3 cm lang. In Wirklichkeit ist das Schiff, steht hier gar nicht da, wie lang das ist. Und das Schiff, das Modell besteht aus 43 Einzelteilen und 18 Klebern. Das Modell, Bauanleitung, ich habe es mir, als ich es bestellt habe, schon im Internet ausgedruckt, besteht auch aus 18 Schritten. Das Set gab es als sogenanntes Modellset, in dem einmal ein Kleber enthalten ist. Wie blendet die Sonne, nicht wahr? So ein Kleber. Drei verschiedene Farben. Einmal weiß, Kupfer und schwarz. Und es war auch ein Pinsel enthalten. So ein doppelseitiger Pinsel mit einer kleinen Spitze und einem breiten Pinsel. Da man mit einem Pinsel nicht sehr weit kommt, habe ich mir nochmal 6 Pinsel verschiedenen Größen dazu gekauft. Und damit ich die Teile auch gut von den Rahmen bekomme, habe ich mir ein Messer dazu gekauft, einen Seitenschneider, eine Pinzette, um kleine Teile zu halten, und eine Feile, so eine Art Feile, das ist mehr so Schleifpapier. Für das Schiff insgesamt brauche ich 13 verschiedene Farben. Das sind jetzt umweltfreundliche Acryl-Wasserfarben, die in so einen Behälter geliefert werden, so oder zu kaufen gibt. Und sie sind wasserlöslich, was sehr praktisch ist, weil dann zum Beispiel auch dieser ganze Pinselreiniger-Kram wegfällt. Man kann die halt einfach unter Wasser abspülen, die Pinsel, und das war's. Es stinkt halt auch zum Beispiel dann nicht mehr so wie mit dem Lack. Die Farben sollen angeblich genauso gut decken wie die Lackfarbe, aber sie trocknen sehr viel schneller. In 1 bis 2 Stunden sollen die getrocknet sein. Bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Falls es mit meinem Modellbau gut klappt und es mir auch sehr viel Spaß macht, habe ich mir schon ein neues Modell rausgesucht, das ich als nächstes bauen werde. Es wird die Hermann Marvede sein, so ein Rettungsseenotkreuzer, der auch mit 23 cm doppelt so groß ist wie mein anderes Schiff. Mein Tisch steht hier im Gästezimmer, hat auch einen schönen Ausblick. Noch, nachher ist wahrscheinlich nur noch, wenn es Winter zugeht, sieht er wahrscheinlich etwas trister aus. Also, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.